Fischerei in Bayern, Tradition und Nachhaltigkeit. Über diesen Themenkomplex haben die Freien Wähler bei einem Fachkongress im Bayerischen Landtag diskutiert. Die vielen Berufs- und Hobbyverbände im Freistaat leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewässerpflege und damit auch zum Fischbestand. Doch ihre Rolle werde häufig unterschätzt, stellte Gabi Schmidt bei der Veranstaltung fest. Die Landtagsabgeordnete ist selbst Teichwirtin. Angler machen vor allem sehr viel Gewässerpflege und Besatzmaßnahmen, Heckenschnitt, alles, was drumherum am Gewässer ist, kümmern sie sich drum. Natürlich auch die Wasserwirtschaftsämter, aber für den Besatz und die Artenvielfalt, das machen immer noch unsere Angelfischer. Und jeder vergisst es, alle Menschen denken immer, die holen bloß Fische zum Essen, aber nein, sie erhalten unseren Lebensraum Wasser und pflegen den auch. Angler und Fischer seien die wahren Naturschützer am Wasser. Leider machten immer wiederkehrende Anzeigen wegen angeblich unsachgemäßen Umgangs mit lebenden Tieren den Vereinen zu schaffen. Wir als Politiker müssen wahnsinnig dazu helfen, dass die Angelfische aus dieser Ecke rauskommen. Ich habe vom Ministerium klären lassen, dass sie nicht mehr als Tierquäler gelten, wenn sie Kinder das Schnupperfischen anbieten. Also da gibt es eine eindeutige Rechtslage. Wir müssen die Altersgrenzen aufweichen, indem wir ja diesen Zugriff zur Natur kriegen. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, wenn Prädatoren kommen, dass die auch vermieden werden können und dass dieser Naturraum Wasser halten wird, den die Angelfischer so gut pflegen. Ein großes Problem stellen Schädlinge wie Kormoran, Biber und Fischotter dar, deren Population immer größer wird. Willi Ruf, Vizepräsident für die Angelfischerei des Landesfischereiverbands Bayern, sagte, der grundsätzlich guten Kormoranverordnung im Freistaat mangele es an einer effektiven Umsetzung. Die Lage ist dramatisch. Überall, wo nicht vergrämt wird, wo nicht geschossen wird und zu bestimmten Zeiten darf natürlich auch nicht geschossen werden, gehen die Fischbestände weiter zurück. Der Kormoran ist sicherlich nicht die einzige Ursache, da gibt es die anderen Prädatoren auch, aber auch andere Einflüsse. Wir brauchen dort unbedingt eine europäische Lösung und einen Eingriff in die Brutbestände. Es kann nicht sein, dass weit über 2 Millionen oder 2,5 Millionen Kormorane in Europa täglich weit über 1000 Tonnen hochwertige Lebensmittel vernichten. Die Fischerei in Bayern stehe vor großen Herausforderungen. Um die Zukunft zu sichern, müsse viel getan werden. Wichtig sei vor allem, die Renaturierung der Flüsse anzugehen. Flussufer aufreißen, Durchgängigkeit gestalten und dass die Eingriffe, die weiterhin ja immer noch stattfinden in den Flüssen, dass die Ausgleichsmaßnahmen, die dann ergriffen werden müssen, dass die dann auch im Fluss stattfinden oder im Gewässer stattfinden und nicht Magerrasenflächen irgendwo in der Landschaft angelegt werden. Die Fischereiverbände im Freistaat und ihre Mitglieder sorgen mit Artenhilfsprogrammen und strengen Fangbestimmungen für einen gesunden Fischbestand und den Schutz der natürlichen Gewässer, erklärte der landwirtschaftspolitische Fraktionssprecher Dr. Leopold Herz. Die Freien Wähler wollen deshalb im Landtag ihren Teil dafür leisten, dass Fischen und Angeln im Freistaat wieder attraktiver wird.